Hi, zu dir spricht Sergej Linz. Und wenn du einen beliebigen Mann dazu bringen willst, von dir zu träumen, dich zu begehren, dich zu wollen, dir hinterher zu telefonieren und um dich zu kämpfen, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Dieses Video wird dir die Augen öffnen. Die Welt deines Mannes ruht auf drei Säulen. Die Säule 1, das sind seine Interessen. Die Säule 2, das sind seine Bedürfnisse. Die Säule 3, das sind seine Werte und Prinzipien. Wenn du diese drei Säulen von ihm kennst, jeder Mann hat seine unterschiedlichen Säulen, dann kannst du einen extrem intensiven und innigen Draht zu ihm aufbauen und ihn dazu zu bringen, dich als die eine zu sehen, auf die er so lange gewartet hat. Fangen wir bei seinen Interessen an. Nun, jeder Mann hat unterschiedliche Interessen. Der eine mag Musik oder eine bestimmte Form von Musik, ja, der eine hört, weiß ich nicht, Polka, der andere hört Techno. Ein anderer Mann mag gerne Sport oder macht gern Sport. Ein anderer Mann schaut gern Sport im Fernsehen. Der eine schaut Synchronschwimmen, der andere schaut Fußball. Wenn du seine Interessen kennst, und die solltest du wirklich rausfinden, weil du dann eine viel bessere Verbindung zu ihm aufbauen kannst, dann kannst du sagen, okay, dieser Mann interessiert sich erstens dafür, zweitens dafür, drittens dafür, viertens dafür, fünftens dafür. Und wenn du 3 bis 5 Interessen mit ihm teilst, dann ist deine Bindung zu ihm schon in seinem Kopf und in seinem Herzen bereits sehr, sehr stark. Wenn du nur ein Interesse mit ihm teilst, ja, wenn ihr beide zusammen gerne ins Kino geht, ja, das ist auch sehr schön, aber dann hast du nur einen Drahtseil gespannt zwischen deinem Herzen und seinem Herzen. Wenn du 3 Interessen mit ihm teilst, dann hast du schon 3 Drahtseile zwischen deinem Herzen und seinem Herzen gespannt. Und wenn du 5 hast, dann hast du schon 5 gemeinsame Drahtseile zwischen dir und ihm, die euch verbinden. Je mehr Interessen du mit ihm teilst, desto besser. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn er andere Interessen hat als du. Hauptsache, du teilst wenigstens ein paar mit ihm. Sonst, naja, werdet ihr nicht über viele Dinge sprechen können und er wird keine emotionale Bindung zu dir aufbauen. Also, schau zu, dass du seine Interessen herausfindest, indem du mit ihm sprichst zum Beispiel oder indem du seine Facebook-Seite abcheckst, was ihn interessieren könnte, was er so schreibt. Und dann informier dich über diese Sachen und finde raus, ob du diese Interessen mit ihm teilen kannst oder nicht. 3 bis 5 Interessen. Die zweite Ebene, das sind seine Bedürfnisse. Jeder Mann hat unterschiedliche Bedürfnisse und weil jeder Mann unterschiedlich ist. Deine Mann möchte gerne sich realisieren, ja, als Profi. Er will arbeiten, er will sich in einem Projekt verlieren, er will sehr viel Zeit investieren, um, wenn er zum Beispiel selbstständig ist oder wenn er eine Firma aufbaut oder wenn er auf der Arbeit sehr viel macht und ihm die Arbeit Spaß macht, er möchte, dass er diese Arbeit machen kann, ohne dass die Frau direkt, oh, du warst heute länger als 8 Stunden bei der Arbeit, du liebst mich nicht, du vernachlässigst deine Familie. Ja, für manche Männer ist das wichtig. Andere Männer, für sie ist Harmonie wichtig, dass er sich mit dir versteht, dass er sich bei dir fallen lassen kann. Ein anderer Mann hat das Bedürfnis, dass du ihn unterstützt oder dass er dir vertrauen kann, dass er sich bei dir geborgen fühlt. Es ist ein Mythos, der sehr einfach ist, dass Männer nur 2 Sachen wollen. A. Essen und B. Sex. Mag sein, dass für manche Männer das zutrifft, dass sie keine Bedürfnisse haben außer diesen tierischen Zombie-Bedürfnissen. Aber wenn du einen Mann kennenlernst, der wertvoll ist, der für dich wertvoll ist, wenn du einen Mann kennenlernst, der erfolgreich ist, der eine gewisse Zielstrebigkeit in seinem Leben hat, dann kannst du davon ausgehen, dass er darüber hinaus noch andere Bedürfnisse hat und diese solltest du ebenfalls mit einem Blatt und einem Stift gern aufschlüsseln, dass du es grafisch vor dir hast und schauen kannst, wie du diese Bedürfnisse befriedigen kannst und ob du diese Bedürfnisse mit ihm teilst. Vor allem solltest du auch herausfinden, welches Bedürfnis steht auf Platz 1, welches Bedürfnis steht auf Platz 2, welches Bedürfnis steht auf Platz 3, dass du so eine Bedürfnispyramide von ihm erschaffst.
Wenn du diese Bedürfnisse kennst und wenn du darauf spielen kannst, dann baust du eine sehr, sehr starke Verbindung mit dem auf. Vor allem zusammen mit den Interessen, die du ebenfalls aufschlüsselst. Und wenn wir uns, das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen, du solltest auch die Interessen des Mannes würdigen, selbst wenn du sie nicht teilst, also einige solltet ihr gemeinsam teilen, aber andere Interessen solltest du würdigen. Das bedeutet, du sollst ihn dafür respektieren, dass er diese Interessen nachgeht. Wenn er fühlt, dass du ihn dafür irgendwie missachtest oder dass du dich ein bisschen lustig machst über seine Interessen, dann wirst du die Kommunikation zwischen euch zerstören. Und das ist das, was viele Frauen machen, die es nicht so gut wissen. Wenn du diesen Fehler vermeidest, dann baust du eine sehr starke Verbindung zu ihm auf. Die dritte Säule, das sind seine Werte. Seine Werte, seine Prinzipien. Was ist ihm im Leben wichtig? Nach welchen Prinzipien organisiert er sein Leben? Mag sein, dass für ihn dass der Wert persönliche Entwicklung sehr viel wert ist. Ja, dass er auf irgendwelche Seminare fährt, dass er auf irgendwelchen Workshops oder auf irgendwelchen Trainings, dass er sie immer wieder besucht, um seine Persönlichkeit, um bestimmte Charaktereigenschaften, um bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln. Anderen Männern ist zum Beispiel Psychologie wichtig oder Esoterik. Anderen Menschen sind, dass er zum Beispiel sich mit Menschen, mit anderen Menschen versteht, dass er sich auf dieser Ebene entwickelt. Anderen Männern ist Treue wichtig, dass er ganz genau weiß, dass du ihm treu bist und dass er dir treu sein kann, weil er sich nur dann fallen lassen kann in einer Beziehung. Ja, manche Männer haben negative Erfahrungen gemacht und das ist, als ob sie auf ein Bügeleisen, auf ein heißes Bügeleisen gefasst haben, wenn bei ihnen irgendwas vorgefallen ist. Und sie haben Angst, sich auf eine starke, innige Verbindung einzulassen, weil sie davon ausgehen, dass eine Frau irgendwie Gefahr darstellt, weil ihm eine Frau sehr, sehr, sehr wehgetan hat und der Angst hat, sich auf eine neue Partnerin einzulassen, weil er Angst hat, wieder, diesen Schmerz zu fühlen. Wenn du ihm das Gefühl gibst, ja, dass du diesen Wert mit ihm teilst und dass er sich, was diesen Wert anbelangt, auf dich voll und ganz verlassen kann, dann wirst du ihn dazu bringen, sich nur noch auf dich zu orientieren. Was können andere Werte sein? Zum Beispiel Ehrlichkeit. Ja, dass du, egal was passiert, bevor irgendein Skandal passiert, der explodiert, dass du mit ihm redest. Dass du Dinge ansprichst, die du gerne verändert haben möchtest in deiner Beziehung. Und zwar frühzeitig. Nicht, wenn du es für dich behältst und dir das beobachtest und irgendwann explodiert es. Sondern es kann sein, dass ihm wichtig ist, dass du mit ihm darüber quatschst. Einem anderen Mann kann Vertrauen wichtig sein. Ja, und dass er dir vertrauen kann zu 100% und dass du ihm vertrauen kannst. Ich habe ein Beispiel von einem Kumpel von mir, der mit Frauen, mit denen er etwas anfängt, die sein Herz so langsam erobern und bei denen er darüber nachdenkt, taugen sie was für eine Beziehung oder nicht, macht er mit ihnen einen kleinen Test. Er sagt ihnen, du, das ist mein Notizblock, das ist mein Tagebuch und egal was passiert, ja, das ist meins. Ich würde niemals unter gar keinen Umständen, selbst nach 20 Jahren, selbst wenn ich irgendwas fühlen würde, würde ich niemals in deiner Tasche rumwühlen, in deinem Handy irgendwas nachspionieren, ich würde niemals deine Tagebücher lesen. Ja? Und genauso darfst du auf keinen Fall in diesem Tagebuch lesen, auf gar keinen Fall. Und dieses Tagebuch lässt er irgendwo offen liegen. Das ist natürlich nicht das Tagebuch von ihm, das ist nur ein kleiner Test, wo er irgendwas reinkritzelt. Und vielleicht schreibt er irgendwas rein, was sie provozieren könnte. Und wenn er merkt, dass sie doch in seinem Tagebuch gelesen hat, wenn er merkt, dass es irgendwie anders ist plötzlich, weil sie irgendwelche Dinge nicht versteht, dann ist das für ihn, okay, dieser Frau kann ich nicht vertrauen, weil ihm Vertrauen äußerst wichtig ist, auf dieser Form. Einem anderen Mann kann es vollkommen egal sein, und du solltest wirklich wissen, was der Wert
deines Mannes ist oder des Mannes, den du begehrst und von dem du willst, dass er dich begehrt. Vielleicht ist es der Lebensstil, den er führt oder den du führst. So, was für ein Lebensstil stellt er sich vor? Eher einen gesunden Lebensstil? Oder ist ihm wichtig, dass er jeden Tag irgendwie Bier trinkt und Schweineschnitzel isst und dass er sich so richtig gut gehen lässt? Ja, worauf orientiert er sich? An welchen Lebensstil? Wenn du das mit ihm teilst, dann kannst du dir sicher sein, dass es zwischen euch klappt. Wenn du das nicht mit ihm teilst, dann wird es zumindest an dem Punkt immer wieder ein bisschen anecken. Ja, das ist nicht schlimm, wenn es an einem oder ein paar Punkten aneckt, aber wenn du merkst, dass du bei all seinen Werten und Prinzipien überhaupt nicht so zu ihm durchkommst, dann wirst auch du nicht besonders glücklich mit ihm, weil er wird dich die ganze Zeit aus deiner Fassung bringen. Aber wenn du diese Werte kennst, dann kannst du anknüpfen, dann kannst du ihm in irgendeiner Art und Weise entgegenkommen und du wirst davon ausgehen können, dass auch er, wenn du ihm entgegenkommst, dass auch er dir entgegenkommt, weil wenn du diese Arbeit auf seinen Interessen geführt hast, wenn du diese Drahtseile zwischen dir und seinem Herzen gezogen hast, wenn du auf seinen Bedürfnissen, wenn du dich in seinen Bedürfnissen auskennst und ganz genau weißt, was er braucht und wie er das braucht und wenn du diese Bedürfnisse wirklich befriedigen kannst, dass du auf seinen Bedürfnissen spielen kannst, dass er ja irgendwann Angst hat, dass du diese Bedürfnisse nicht befriedigst und deswegen dir entgegenkommt, weil er sieht, naja, du bist die Frau, die mit der es sehr, sehr gut funktioniert bei ihm. Und genauso auf seinen Werten. Also wenn du all diese drei Säulen bedienen kannst, dann bist du vollkommen außer Konkurrenz. Er wird sich an keine andere Frau mehr orientieren. Er wird alle anderen Frauen ignorieren. Selbst wenn er eine Frau kennenlernt, die ihm schöne Augen macht. Ja, wo, naja, bei ihm so ein paar Bedürfnisse so aufploppen, so plopp. Das wird niemals die Art von Bedeutung haben, wie die Bedeutung, die du in seinem Leben hast. Ja, er wird sie einfach in die Wüste schicken, weil er weiß, dass du, naja, eine ganze Palette, ja, dass du sein ganzes Leben quasi, dass du der Mittelpunkt seines Lebens bist, weil er nicht mehr unterscheiden kann zwischen seinen Interessen und deinen Interessen, zwischen seinen Werten und deinen Werten, zwischen deinen Bedürfnissen und seinen Bedürfnissen, weil ihr so viele Gemeinsamkeiten habt und weil du es verstehst, auf diese Gemeinsamkeiten einzugehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du es wichtig fandest, wenn du es richtig fandest, gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte jetzt unter diesem Video und freue dich auf weitere Videos, die ich für dich mit Freude machen werde. Ich verabschiede mich von dir, das war's, Herr Galiens.